Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir sind drauf und dran, in dieses Boot zu steigen und die nächste Mission zu beginnen. Allerdings werden wir erst einmal gucken, wo hier diese ganzen Plusdinger sind. Genau, bei dem Aschen-Salbei-Öl-Dingsbums. Ressourcen beim Explosionsfeld, genau. Und wir haben hier einen Fokuspunkt. Das heißt, Fähigkeit, Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten. Die Reichweite der Geräusche visuell geortet werden können erheblich. Kampf, stimmt. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu die aktivierte Fokussicht den Torso des Gegners an und drücke R. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag auszuschalten. Visiere dazu die aktivierte Fokussicht den Kopf Gegner an und drücke R. Ach, auszuschalten, nicht nur zu betäuben. Ausschalten? Ah, was ist der Unterschied zwischen Betäuben und Ausschalten? Das ist jetzt die Frage. Tempo. Beschleunige deine Aktionen im Kampf beim Zielen und beim Schlösserknacken leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Beschleunige deine Aktionen im Kampf beim Zielen und beim Schlösserknacken deutlich. Reduzierte Verbrauch. Reduzierte Scharfschütze. Erhöht die Sichtweite beim Zoom erheblich. Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein. Erhöht die Präzision mit dem Bogen erheblich. Fähigkeit, sich leiser zu bewegen, während man Fokus benutzt, verringert die Reichweite von dir erzeugter Geräusche, einschließlich aller Geräusche auf lauten Oberflächen. Fähigkeit, verborgen zu bleiben, während man Fokus benutzt. Behalte den Vorteil der Schatten für eine kurze Zeit, wenn du ins Licht trittst. Das Problem ist, dass es immer nur aktiviert wird, wenn man den Fokus einsetzt. Ich vergesse aber diesen Fokus ständig. Was haben wir denn hier noch? Fähigkeit, versteckte Beute und Sammelstücke aufzuspüren. Handabdrücke zeigen den Weg. Interessant. Ich würde sagen, das nehmen wir. Blöd. Jetzt wollte ich ja eigentlich das hier nehmen, fällt mir gerade ein. Verdammt! Mist. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal... Mann. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Irgendwie? Upgrade vollständig? Ach, scheiße. Okay, zurück. Zurück. Oh, jetzt würde ich am liebsten nochmal zu dieser Bettlerkönigin hin. Aber das Problem ist leider, dass die... Da ist besser. Was denn? Ach, das ist ein Auftrag hier gewesen. Oh Gott, so weit weg alles. Wo ist denn diese... Königin der Bettler? Ich bin im Südviertel. Ich kann... Ist egal. Ein andermal. Kapitel 5, die Verlassenen. In Ordnung, beginnen wir das Kapitel. Halte immer die Augen nach aktiven Wirken. Ah, kann's losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir gut tun. Dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp. Meine Hand ist der beste Beweis dafür. Jedenfalls war es eine Überraschung, im großen Tresor einen Teil des Urkraftsteins zu finden. Ich hatte seit dem Unfall nicht mehr daran gedacht. Es ist schwierig, zwischen Geistern und Götzen einen klaren Kopf zu bewahren. Was hat Erin in der Vision gesagt? Geh zur Heilanstalt von Moira. Weg von den Irren auf der Straße, hin zu den Irren auf der Insel. Holy! Und was hat Erin jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Erin sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich.
An ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist. Ist lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Werde ich dich hier finden? Erreiche das Gelände der Heilandstadt. Ich gehe stark davon aus. Oh nein, Professor ist weg. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er Aaron gemeint hat mit finde ich sie hier. Und vor allem muss ich zugeben, dass ich ziemlich Schiss vor diesem Level habe. Weil auch wenn ich nichts von diesem Spiel bisher kenne, also nichts im Hergang, dass ich, auch wenn ich es blind spiele, habe ich schon viel von diesem Level gehört und auch in vielen Kommentaren gelesen, dass das hier der reinste Horror ist. Und genauso stelle ich mir das nämlich auch vor. Also mit Geistern hätte ich kein Problem, die könnten mir nichts tun. Das Einzige, womit ich ein Problem habe. Oh Gott. Ja. Ja. Betritt die Heilanstalt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das will. Ich fand die Stellen mit Aaron schon immer scheiße und es tut mir leid, wenn ich gerade so still bin, aber ich irre Schiss. Warum liegt hier ein Helm von einer Wache? Edwina Moira. Hers was the dream the Baron brought to life. Moira Asylum for the Mentally Insane. Eine Irrenanstalt. Toll. Tatsächlich. Gibt's hier irgendwas zu holen? Okay, so langsam legt sich mein Schiss ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass hier nichts wirklich ist. Noch nicht. Aber es hört sich schon echt hart an hier. Oh Gott! Was ist das? Was passiert hier? Da ist was, da ist was. Inventar voll. Ah, nein, da ist. Da. Schachfiguren. Hier liegen Schachfiguren rum. Warum? Oh Gott. Rollstühle. Ich gehe davon aus, dass das mal ein Eingang war. Hallo. Ich wünschte, ich hätte mir dieses komische Ölzeugs holen können. Ich erschrecke mich vor meinen eigenen Schritten, Mann. Das ist doch nicht normal. Vor allem, meine Schritte sind doch so irre laut noch, oder nicht? Okay. Ich werde offenbar erwartet. Glaubst du? Ich will nicht erwartet werden. Ich will überhaupt nichts. Ich will hier wieder weg.
Wie kommst du überhaupt auf so eine irre Idee? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du willst dich doch hier jetzt nicht umschauen, oder? Ich meine, ich will's auch nicht. Ich will einfach nur hier weg. Ohne Scheiß. Ah, sehr schön. Also die Dinger kriege ich mit Sicherheit ziemlich schnell zusammen. Guter Fund. Heilanstalt von Moira. Sie hatte den Traum, den der Baron zum Leben erweckte. Gegründet? Brr, 459. In Ordnung, das war das, was da auf Englisch stand. Hier nochmal auf Deutsch. Hehe. Okay, jetzt muss ich wohl oder übel da reingehen. Ich möchte es immer noch nicht. Aber immer noch tierisch Schiss. Und... Oh, da geht's schon los. Da geht's schon los. Oh. Mein Gott. Du solltest nicht hier sein. Ich kann das nicht. Oh Gott. Warum warst du? Mein Herz. Ich kann das nicht. Oh Gott. Ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich nicht... Ohne Scheiß, mich kribbelt's gerade am ganzen Körper. Wow. Kriegen wir die reinsten Schweißausbrüche. Hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. In der... was? Okay, er meint's ernst. Er will sich hier umschauen. Ich aber nicht. Ich muss gerade mal ein bisschen... Ich muss atmen. Das ist nicht schön. Ich kann... Dieses Mädchen hat mich von Anfang an fertig gemacht, ey. Und sie macht es weiterhin. Sie schafft es. Oh Gott, ich bin voll am Zittern. Aktivitätsprotokoll. Okay, lass mich lesen. Lesen. Lesen ist sehr schön. Lesen lenkt ab. 17.05. 18. 19. 20. 21. 22. Kein Besuch heute, kein Besuch heute. Patient 63 empfing Lord Abercrombie. Abercrombie kommt mir verdammt bekannt vor. Oh, ich habe erstmal die Hälfte der Folge hinter mir. Ich kann das nicht. Kein Besuch heute. Patient 18 empfing ihren Gönner. Kein Besuch. Ich gehe davon aus, dass das Ding da abgerissen ist. Lord Abercrombie. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich kenne den irgendwoher. Patientin 18 empfing ihren Gönner. Was ist ein Gönner? Oder vielmehr, wer ist der Gönner? Ich habe jetzt auch gerade gar nicht, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mitbekommen, was sie gesagt hat. Ich glaube, irgendwas mit, du solltest nicht hier sein. Ich weiß, dass ich nicht hier sein sollte. Ich will auch gar nicht hier sein. Ich, oh, erschreck mich nicht so. Bist du verrückt? Du bist ein verrückter Kerl. Jetzt hör auf damit. Lass das. Ich kann schon gar nicht mehr reden wegen dir. Du machst mich total kirre. Hier, will ich da reingucken? Ich will da nicht reingucken. Okay, nichts passiert. Alles gut. Ich glaube, hier muss ich nicht einmal wirklich darauf achten, dass ich... Es ist Gewohnheit. Es ist einfach Gewohnheit. Hört auf damit. Ich will diese Musik nicht hören. Frauenabteilung. Woher zum Henker soll ich wissen, wo die Frauenabteilung ist? Auf. Das Fenster? Bitte sag mir, dass es ein Fenster ist. Es ist das Fenster. Oder? Ja, es ist das Fenster. Ich will...
Es tut mir leid, wenn ich gerade so still bin, aber ich weiß, ich kann... Das Reden fällt mir gerade ziemlich schwer. Das ist so... Gerade eben hatte ich noch unglaublich viel Elan, dieses Spiel weiterzuspielen. Mittlerweile... hat sich das dezent gelegt. Ich habe ehrlich gesagt wirklich Angst, diese Schränke aufzumachen. Ich weiß nicht, was mich dahinter erwartet. Ich habe irgendwie das Gefühl, so irgendwelche abgeschlagenen Köpfe zu finden oder so. Kranken Scheiß. Irgendwas, was halt nicht dahin gehört. Okay, das sind Bücher. Bücher? Patienten eingeliefert. Betritt die Frauenabteilung. Ja, ist mir schon klar, aber... Oh. Oh Gott. Lesen. Lesen finde ich toll. Lesen ist super. Patientin eingeliefert. 23.06. Das war 5. Ach, 41. Okay. Patientin 18. Wurde eingeliefert. Eine junge Frau. Auf Anordnung des Staates und unter Bewachung. Zustand tolerabel bis schlecht. Zahlreiche Schürfwunden und Knochenbrüche. Stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erhielt Anweisungen, sie in diesem Zustand zu halten, da sonst extreme Gewaltausbrüche zu befürchten wären. Habe sie in die Frauenabteilung verlegt, in Isolation, um sie zu beobachten und zu behandeln. Schwester Albermill? Keine Ahnung. Muss ich überhaupt hierher? Das ist, ich glaube, es ist egal, wo ich lang gehe, oder? Das ist... Nee, Mans. Das heißt, ich muss hier rüber. Will ich das? Woman's... Was auch... Hä? Macht das Sinn? Ach, das ist eine Schiebetür. Ah, okay. Ich hab Angst. Oh, ein Ball. Tschüss, Ball. Irgendwas ist noch hier. Ich hab das im... Scheiß Fenster! Boah, diese elenden Fenster, die regen mich auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin total... Ich muss was essen. Ich muss... Was soll diese Musik? Ich will nicht. Ich bitte, hört auf mit dieser Musik. Was ist das? Das ist das Wasser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Das frage ich mich gerade auch. Ich muss mich wohl einliefern lassen. Freiwillig, versteht sich. What? Beschaffe den Schlüssel aus der Männerabteilung. Nein! Das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin doch jetzt schon hier. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel... Oh, Feuerpfeile. Oh Gott, Feuerpfeile. Feuerpfeile bedeutet nie etwas Gutes. Feuerpfeile bedeutet, dass es Dinge gibt, die man töten muss. Und wenn es Dinge gibt, die man töten muss, sind das meistens gefährliche und gruselige Dinge. Und das möchte ich nicht. Ich hab Angst. Ich fühle mich gerade nicht gut. Nur um das mal zu erwähnen zu haben. Mach das Ding zu. Mach das Ding zu. Das ist unwichtig. Und das ist auch toll. Ich muss mal ganz kurz gucken, womit ich die Feuerpfeile auslöse. Vier, richtig? Vier, in Ordnung. Sehr schön. Feuerpfeile. Ich finde das nicht gut. Feuerpfeile sind nie gut. Ich hätte mir vielleicht mehr davon holen sollen. Ich hätte mir vielleicht auch irgendwas holen sollen, womit ich töten könnte. Weil ich bin mir sicher, dass ich töten muss. Irgendwas. Irgendwas Unnatürliches. Irgendwas. Vorsicht.
Es kann sein, dass ich gerade ein bisschen überängstlich wirke, aber ohne Scheiß. Wenn ich mir solche Spiele angucke, ist das was vollkommen anderes, als wenn man es selber spielt. Ohne Scheiß. Ich glaube, wenn ich mir das bei jemandem einfach nur angeguckt hätte, wäre das lange nicht so schlimm. Okay, ich bin in der Männerabteilung. Das heißt, die finde ich wahrscheinlich Artgenossen. Hahaha. Der war nicht witzig. Ich weiß. Ich versuche einfach nur, mich irgendwie bei Laune zu halten. Bericht über Duschbelüftung. Seilpfeil. Seilpfeil ist gut. Das heißt, man kann abhauen. Hört auf mit dieser Melodie. Ohne Scheiß, ich laufe euch amok. Da war noch ein Dokument. Patientin 63. Die haben wir vorhin auch schon mal gehabt, richtig? Die haben wir hier, ne? Lord Abercrombie. Patientin 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt sind. Ja, die uns natürlich nicht aufhalten werden. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Schwester Obermüll. Diese Schwester Obermüll gefällt mir nicht. Oh, hier gibt es Dinge zu holen. Ich habe das Gefühl, dass diese Tür gleich zugeht, wenn ich hier durchgehe. Das gefällt mir nicht. Abwesenheit. Abwesenheit finde ich gut. Ich wäre dafür, dass ich jetzt mit Abwesenheit von hier glänzen würde. Das wäre wundervoll. Grundsätzlich immer das Letzte. Kann das sein? Das Letzte, was ich checke, ist dann das, wo was drin ist. Geheimgang? Oder so? Irgendwas? Nein? Eine Schere. War nicht schlecht. Geheimgang? Nein? In Ordnung. Nein, eigentlich nicht in Ordnung, aber... Komme ich da durch? Muss ich da? Was? Boah, ich habe gerade Bauchschmerzen, ehrlich. Wie lange haben wir da... Oh gut, okay, ich muss die Folge eben beenden. Okay, dann erstmal ein bisschen... Ich glaube, hier nach dieser Folge muss ich erstmal wieder ein bisschen Pause machen. Aber ich darf nicht zu lange Pause machen, weil sonst habe ich ein Problem. Dann kann ich mich nämlich nicht überwinden, hier weiterzumachen, weil ich viel zu viel Schiss davor habe. Ehrlich. Das ist nicht normal. Dieses Level ist der Horror. Jetzt schon. In Ordnung. Ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ich hoffe, ich bin euch wirklich nicht zu nervig oder zu ängstlich, aber es ist schwierig. Und ich kann jetzt mittlerweile verstehen, wenn irgendwelche Let's Player bei solchen Horror-Games einfach nur komplett ausrasten. Einfach nur komplett ausrasten und sich die Seele aus dem Leib schreien. Man hat das Bedürfnis dazu. Wirklich. Und jedes kleinste Geräusch, selbst nur eine Melodie, die eingespielt wird, gibt einem das Gefühl, gleich wirst du von irgendeinem Monster überfallen. Wahlweise Zombies. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwelche Zombies rumlaufen. In Ordnung. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da. Ob es euch zu extrem war bei mir oder nicht. Und wenn, dann tut es mir leid. So bin ich nun mal. Lasst mir auch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Der nächste Part wird auf jeden Fall folgen. Ich weiß nur noch nicht wann. Und ja. Abonnieren nicht vergessen. Schaut unten in die Abo-Box. In die Abo-Box, genau. Den Abonnier-Button und schaut währenddessen auch gleichzeitig mit in die Info-Box. Das ist nämlich die Box, die ich meine. Mit den wichtigen Links, die Videobeschreibung, ihr wisst schon. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und ohne flatteriges Herz im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.